Ah, moin zusammen. Ja, im letzten Video habt ihr schon gesehen, dass wir unten an der Elbe waren und haben nachgeschaut, wie der Wasserpegel aussieht. Es gab in Tschechien ein Tornado, Gewitter und so weiter und so weiter. Hier sieht das mit dem Wetter auch etwas seltsam aus. Es fühlt sich total seltsam an. Es ist höllisch schwül seit 3 Tagen. Also schwüler als sonst. Deswegen, wir fahren da jetzt jeden Tag runter, schauen uns das an. Wir haben da lieber unseren eigenen Pegel im Kopf. Ja. Wie gesagt, das hier ist Überschwemmungsgebiet. 2012 oder sowas in der Richtung stand das Wasser wie Oberkante Deich. Wenn so ein Deich hier wegknallt, dann könnt ihr euch vorstellen, was passiert. Ich meine, hier ist gut Ausgleichsfläche. Das Haus steht auch erhöht. Das ist ein kleiner Hügel. Steht im Verhältnis zum umliegenden Land. Steht das Haus, ich glaube, einen Meter höher oder so. Und die Wiesen und so weiter, es sind doch Kanäle auf den Wiesen und so weiter. Das ist, ich mache mir weniger Sorgen, aber wir machen uns über einen Meter Wasser oder sowas in der Richtung, machen wir uns jetzt weniger Sorgen. Gut, ist ärgerlich. Und das Haus hat Lehmwände, auch blöd. Aber das Haus hat es von 1903 bis heute geschafft. Aber die notwendigsten Sachen, Gaslaterne, 2 Ersatzkartuschen, eine große Akkulampe fürs, Dingens wollte ich jetzt sagen, damit man abends noch was lesen kann. Gaskocher, Ersatzkartusche, Töpfe, Konservendosen. Ah, meine Frau hat schon was reingepackt. Ja. Kaffee und Trinkschokolade. Wichtig. Ja. Wasserkanister kommt noch rein. Den wasche ich gerade aus. Ist immer ein bisschen blöd, wenn man den gefüllt irgendwo hat. Und man möchte diese Tabletten da nicht drin haben. Schmeckt irgendwo ein bisschen doof, das Zeug. Hm. Füllt man den lieber entsprechend auf. Standheizung, Klimaanlage. Also der Wagen ist recht gut vorbereitet, wenn wir. Die Sitzbank fliegt noch raus. Wie gesagt, noch mache ich mir keine Sorgen. Noch nicht. Ich kriege schon ein bisschen ein blödes Gefühl, aber wie gesagt, hält sich noch in eigenermaßen Grenzen. Die Rückbank fliegt noch raus, dass wir notfalls in dem Auto pennen können. Ja. Mit den Autos, die hier stehen, solange die Autos nicht laufen, ist scheißegal, ob die nass werden oder nicht. Das ist nicht relevant. Da passiert nichts. Kommt noch ein Ersatzkanister rein mit 20 Litern. Und ja. Ein bisschen Getränke, Vorrat und so weiter. Kühlbox muss ich auch noch sauber machen. Die da drin dann läuft. Ja, besser vorbereitet sein, als hinter doof aus der Wäsche gucken. Ist halt so. Nahrungsmittel haben wir sowieso immer für ein paar Tage da. So, jetzt was zu fest. Völlig anderem. Der gute Ralf hat mir ein Paket geschickt. Mal schnell aufklappen hier, damit man das nicht sieht, das Etikett. Der gute Ralf aus Bremerhaven hat mir ein Paket geschickt. Und zwar hatte er einen Astra G, der wohl offensichtlich aufgrund eines heftigen Befalls von BMW gestorben ist. Und der hatte noch ein paar Teile für unseren Astra. Und ist jetzt so. Hier haben wir einen Einbaurahmen. Radio CDR 500. Richtig geil. Ich sagte ja damals, kein Radio drin. Na, sogar die Anleitung. Perfekt. Und ich sagte ja, eine Türbox ist kaputt. Genial, ne? Vielen Dank, Ralf. Perfekt. Grüße gehen raus. Richtung Bremerhaven. Hilft richtig gut. Die eine Box kaputt gegangen ist, gucke ich mir die andere natürlich auch noch an. Die wird wahrscheinlich auch mürbe sein, deswegen gleich beide austauschen. Das war natürlich richtig geil.
Also nochmal, Ralf, perfekt, der Hammer. Vielen Dank. So, und jetzt muss ich mal eine kurze Pause machen, weil ich muss noch ein paar Sachen packen. Nudeln kommen noch ins Auto, Reis und ein paar Dinge, die man noch braucht. Ja, okay, bis später. Aber wie gesagt, das Auto muss zum TÜV. Und bei der Restaurierung des Fahrzeugs habe ich einen Bereich fast komplett ignoriert. Nur ein bisschen behandelt. Der Kofferraum ist ein Klassiker. Ne? Die Kofferraumplatte hier, dass die durchgammelt. Die ist halt von unten sehr ungeschützt. Um ganz ehrlich zu sein, ich hatte keinen Bock mehr. Und es ist nicht wahnsinnig relevant für die Stabilität des Fahrzeugs. Ne? Das Wagen hat einen Leiterrahmen. So, jetzt werde ich ausschalten, weil ich nicht besonders elegant in das Auto einsteigen werde. Ja, das war abzusehen, dass das passiert. War ich mir auch bewusst, dass das passiert. Also von daher ist es jetzt keine Überraschung. Ja. Wie gesagt, der Stabilität tut das keinen Abdruck. Hier drunter sind noch tonnenweise Querstreben. Hier sind die verschweißt. Wo ist der Schweißpunkt? Da. Hier sind tonnenweise Querstreben drunter und tut nichts. Ne? Also ist nicht schlimm. Ja, das Ganze werde ich jetzt mal entrosten und sehen, was übrig bleibt. Ich werde noch stückeln. Also ne, die große Platte ist in Ordnung. Diese Platte kriegt man auch. Ne? Kostet 40 Euro. Komplette Kofferraumboden. Kein Ding. Ne? Wie gesagt, ich kriege jedes Teil für dieses Auto. Wirklich jedes verdammte Teil kriege ich. Die Ersatzteilversorgung sollte sich Audi mal auf die Fahne schreiben. Ja. Da gibt es nämlich nichts. 10 Jahre alt, nichts mehr. Ja. Ich glaube, hier ist es ein bisschen problematischer, das Ganze. Aber wie gesagt, ich werde das... Ich überlege, ob ich schweiße oder ob ich klebe. Kleben ist natürlich mal ein bisschen effektiver, weil hier drunter, ich glaube, so auf dieser Höhe verlaufen die Bremsleitungen. Ja. Gut. Hier ist die Rückbank verschraubt. Also wie gesagt, das ist alles nicht wirklich relevant für die Stabilität. Die Rückbank sitzt hier drauf, auf diesem Hocker. Der ist davon getrennt, der ist hier angepunktet, an der Stelle. Deswegen ist das hier relativ Latex. Darunter ist noch genug Futter. Auf der Rückbank sitzt sowieso nie einer, deswegen wird das ja auch ein LKW. Ne? Ja. Auch ein Experiment war hier an dieser Stelle, wo man diese Schrauben sieht. Da habe ich mal ein Blech geklebt. Die Schrauben kann ich mittlerweile rausholen. Und genauso wie die Seitenteile. Unterhalb der Zierleiste, die ich abgemacht habe für den Schweller. Eine Seite habe ich jetzt schon die Schrauben draußen, habe gespachtelt und drüber lackiert. Das hat einwandfrei funktioniert, hält. Autobahntempo auch kein Ding. Naja, Autobahntempo, so schnell fahren wir mit dem Ding eh nicht. Ne? Meistens so um die 100, mehr nicht. Ich wüsste nicht warum. Am liebsten, meine Frau hängt sich am liebsten hinter LKWs. Knapp 90. Also, wir haben es nicht so eilig. In der Regel nicht, ne. Ja, dann werde ich das mal hier entlacken. Und dann werden wir mal sehen, was davon übrig bleibt, von dem Auto. Nein, wie gesagt, so schlimm wird es nicht. Denke ich nicht. Da ich den Kofferraumboden aber nicht mehr sichtbar habe danach, was soll passieren? Ich werde jetzt vernünftig, werde das vernünftig entrosten und dann werden wir sehen. Nupsi, komm raus. Die brauchen wir nicht mehr. Ja. Hier drunter kommt eine Dämmung. Darüber kommt dann ein Brett, welches hier vorne zwei Fächer beinhalten wird. Hinter den Sitzen. Ich werde also hier diesen Bereich vorne unterteilen. Das ist übrigens kein Rost. Da ist was ausgelaufen. Vorne wird ein bisschen was unterteilt, damit wir da vorne Stauraum haben. Der alte LKW, den wir hatten, auch Land Rover. Da hat es gezeigt, dass die Sachen, die man nach hinten packt, überall hinkullern. Nur nicht da, wo man sie braucht. Die sind in der Regel da, wo man sie überhaupt nicht braucht. Ja.
Okay, jetzt allerdings werde ich erstmal diese Öffnung für den Bodenradar behandeln. So, da bin ich wieder. Oh, ist meine Lampe los? Mal gucken. Leer. Ist ja blöd. Egal. Ja. Wie man sieht, sehr passgenau. Moment. So. Sehr passgenau rausgerostet. Das ist relativ stabil. Beziehungsweise ist komplett stabil. Das da unten ist da angesetzt. Eigentlich da verschweißt. Ja. Hier ist es noch verschweißt, sehr passend. Also kann man relativ einfach einen Reparaturblech machen. So schlimm ist es nicht. Ja, okay. Für heute ist aber Feierabend mit 22 Uhr. Noch ein bisschen die Flex. Und aus 1 Kilometer kriege ich gleich einen Anruf vom Nachbarn. Ich soll das Ding ausmachen. Okay, bis morgen. Ja, moin zusammen. Ich habe schon ein bisschen weiter gemacht. Ja. Wie gesagt, alles kein Beinbruch. Gibt Schlimmeres. Aber schon Schlimmeres gesehen. Ich hatte mal einen grauen Land Rover hier. Den werde ich euch mal mit ein paar Bildern gleich einblenden. Der war schlimm. Das war richtig übel. Das war richtig, richtig, richtig übel. Dagegen ist der hier quasi ein Neuwagen. Ich glaube, als Neuwagen waren die auch schon so. Ja. Eigenermaßen vernünftig ausgeschnitten. Gleich kommt noch ein bisschen den Lack wegnehmen, da wo ich schweißen will. Rostprimer. Ach, Schweißprimer. Ich nehme Zinkspray. Also leitendes. Dass der ganze Kram nicht wieder hochkommt. Ja. Dann ist das Ganze wieder fertig und dann gehe ich zur anderen Seite. Sieht auch nicht besser aus. Aber immer noch, wie gesagt, besser als dieses andere Fahrzeug. So, den blende ich euch jetzt ein und ich mache so lange weiter. So, das erste Blech ist fertig. Naja, geformt. Ne? Fertig geformt. Wird jetzt natürlich noch entrostet. Und nach dem ersten Anschweißen angepasst. Das bedeutet, der wird hier angepunktet. So, hier. Da wird er angepunktet. Und dann wird er regelmäßig durchgedrückt und angedrückt. Und wenn er so ein paar Punkte hier oben, zwei da, zwei hier, der sogenannte Pilgersprung, ja, nicht durchschweißen, ansonsten verbiegt man sich alles. Und ja, dann die Seite passt vom Winkel auffallend gut. Ich habe es getroffen. Naja, wie gesagt, es wird noch nachgekloppt, wenn es geschweißt wird. Vorher allerdings, ne, Lack weg. Ich nehme Zinkspray, wie gesagt, als Schweißprimer. Die Gurte kommen eh noch raus. Zinkspray als Schweißprimer. Dann wird der ganze Kram hier ordentlich mit Rostschutz getränkt. Ne, das ist schon nicht mehr pinseln, das ist schon tränken. Okay, ich mach mal weiter. Wollte ich nur auf dem Laufenden halten. So, erstes Blech ist drin. Leider hat mein Schweißgerät irgendwie an einer Waffel. Ich muss mal den Drahtvorschub, glaube ich, mal ja, reinigen oder ich brauche mal eine neue Rolle. Irgendwie rutscht das teilweise und stottert. Ja, kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Fest ist es trotzdem, ist halt nur nicht schön. Egal. Wird es noch bearbeitet, geschliffen, Rostschutz drauf
Erster Teil. Ja. Gut. Da hinten haben wir noch ein bisschen was. Ja. Okay, bis gleich. So, da ist das letzte Blech für heute. Was man nie in den Papiermüll werfen sollte, alte Pizzakartons, also hier von Fertigpizzen, ne? Sind sehr praktisch. Der Karton ist wirklich gut. Na gut, Bastelkarton geht auch, kostet aber Geld. Wenn man die Pizza eh isst, ne? Ja. Zwei Sachen fertig. Jetzt noch der Kollege da vorne und dann habe ich die Seite für heute fertig. Das kann dann bis morgen durchtrocknen. Wie ihr seht, ist da schon Rostschutz drauf. Dann wird das Ganze versiegelt, dass von unten nichts mehr durchkommen kann. Das Übliche halt, ne? Karosseriedichtmasse. Jo. Dann werde ich meinen Massepunkt hier wieder rausprügeln. Das auch streichen und dann ist die Seite weg. Durch, nächste Seite. Dann ab morgen. Ich muss das Video aber noch gleich hochladen. Also werde ich das jetzt mal eben da zusammenbraten und bin dann gleich wieder da. So, mit den letzten Zuckungen der Lampe. Man sieht, sie zuckt. Ist das dann ja auch erledigt. Wie gesagt, das muss alles keine Schönheitspreise gewinnen. Hier kommt sowieso noch eine Dämmung drüber, bevor hier das Brett drauf kommt. Hier kommt ein Brett drauf, wie gesagt. Diese Fußräume, die ehemaligen dann, werden mit Kisten praktisch versehen, dass hier nicht alles verschwindet, nach vorne vor allen Dingen nicht. Das ist auf beiden Seiten ein ziemlich großer Fußraum. Und ja, hier wollen wir Stauraum schaffen, der ziemlich sicher ist und wo nichts verschwindet. Ja, das ist erstmal die Seite gewesen. Wie gesagt, ich weiß selber, dafür gewinne ich keine Preise. Aber ehrlich gesagt, ne, wir sind hier nicht an der Oberfläche sozusagen von der Karosserie. Das hier sieht man sowieso nie wieder. Oder erstmal nicht, bis die Karosserie mal gewechselt wird. Ich will noch eine viertürige aufbauen und die dann auf diesen Rahmen hier setzen. Ist nicht so wahnsinnig aufwendig. Man braucht nur eine Boeing 747, ein paar Spanngurte und ein gutes Zielvermögen. Schrauben los, Flugzeug drüber, zack, weg. Nächste Karosserie abwerfen. Super. Okay. Ich werde jetzt mal zum Ende kommen und werde mich jetzt reinbegeben und das Video schneiden, machen, tun und hochladen. Euch wünsche ich eine schöne Woche. Ihr seht es erst morgen. Und ja. Wie gesagt, die Frau Witsch in den Kommentaren, wenn ihr mit euren Autos da im Flutgebiet nicht klarkommt, dass ihr die wieder in den Gang kriegt. Ich habe das früher gemacht. Ich habe früher Fahrzeuge aus Tiefgaragen zum Beispiel gekauft. Ich habe da mit einer Versicherung zusammengearbeitet, habe Fahrzeuge gekauft, die bei Wasserrohrbrüchen in Tiefgaragen bis unter die Decke dicht waren. Habe die gekauft, habe die wieder auf die Straße gebracht. Also das ist nicht so kompliziert, wie man denkt. Gut, bei modernen Autos, die könnt ihr in die Tonne treten. Ne? 17, 18 Steuergeräte, könnt ihr auch gleich das ganze Auto in Reis legen oder, ne? Ja. Nein, es geht grundsätzlich. Wenn der Wagen mit Schlamm dicht ist, wirklich einmal den Dampfstrahler reinhalten, wenn ihr einen Nasssauger habt. Dampfstrahler bzw. Hochdruckreiniger reinhalten, alles runterspülen. Ne? Und danach ab in die Sonne mit dem Ding. Oder wenn ihr einen Bekannten habt mit einer Autolackierung, das war mein Gag damals. Wenn ihr einen Bekannten habt, der eine Autolackiererei hat, ab in die Lackierkabine. 60, 70 Grad. Und das Auto durchtrocknen lassen. Auch so eine Maßnahme. Ne, lasst euch nicht erzählen, eure Autos sind alle Schrott. Ne? Das sind nur die Schrott, die zu viele Steuergeräte haben. Die anderen müssten eigentlich wieder funktionieren. Wie gesagt, also bis Mercedes W210 habe ich alle wieder ins Laufen gekriegt. Danach habe ich damit aufgehört. Die waren dann 3-4 Jahre alt. Und BMW teilweise 5er, 530 Diesel und sowas alles in der Richtung. Ich habe der Frau Witsch das schon geschrieben, was sie machen soll, erstmal grundsätzlich. Und wenn ihr Fragen habt, ich mache auch gerne ein Video dazu. Ich habe genug Autos hier rumstehen. Eins setze ich auch gerne unter Wasser, was sowieso zum Schrott muss. Habe ich schon überlegt. Meine Frau meinte auch, mach doch mal so eine Anleitung, wie die Autos wieder ans Laufen kriegen. Wenn ihr das wollt, schreibt es in die Kommentare. Ach ja, übrigens, ne?
Man kann übrigens mal den Like-Button drücken, ne? Nur mal so als Information. Ich habe 10% Likes. Bei 3000 Aufrufe, auch bei 3000 Aufrufen, echt mager, Leute. Die Likes helfen mir, um ein bisschen weiterzukommen und ein bisschen mehr Verbreitung zu kriegen. Wäre wirklich nett, wenn ihr da mal drauf drückt. Okay. Jetzt wünsche ich euch trotzdem noch mal eine schöne Woche. Bis zum nächsten Video.